Moin, moin, Parvati. Und ja, herzlich willkommen zurück zu The Outer Worlds. Und auch bei euch hier muss ich mich nochmal entschuldigen. Letzte Zeit Gesamtvermögen 8112 Bits. Ich wollte mich nochmal entschuldigen, dass ich jetzt so unregelmäßig hier Folgen rausgebracht habe. Aber ihr kennt es ja, privat hier und da mal was zu tun. Dann hatten noch ja hier und da ein paar Freunde Geburtstag und... Was ist das denn? Cool. Eine Mine oder was? Mal draufhüpfen? Ja, aber jetzt gibt es wieder ein paar Folgen. Und wir waren noch gar nicht hier am Friedhof, ne? Hier ist eine Tür. Die ist auch verschlossen. Ja, ich bin schon wieder vom Thema abgekommen. Ja, ich wollte mich halt nochmal entschuldigen und jetzt wird auf jeden Fall, habe ich ein, zwei Tage frei und jetzt mache ich gleich ein paar Aufnahmen hintereinander weg, damit das hier wieder regelmäßiger kommt. Und ich bin noch mit Star Wars am Liebäugeln. Ah, da muss ich immer mal gucken, ob das wirklich... Weil Star Wars, das soll so Richtung Dark Souls gehen und ich war jetzt nicht so der Dark Souls Spieler. Es ist ein cooles Spiel. Keine Frage. Cooles Konzept. Okay. Was soll ich sagen? Ja, Dark Souls, cooles Spiel, aber ich habe nicht die Ausdauer dazu. Man muss ja wirklich die Kampfreihenfolge der Gegner lernen. Und das heißt, man stirbt sehr häufig. Aha. Erfolgreicher Angriff beim Schleichen. Da hinten ist unser Schiff, das ist eine Abkürzung. Okay. Oh, da müssen wir da nicht lang. Ich komme andauernd von dem Thema ab. Ja, Star Wars, ne? Ich glaube Fallen Order, so wie das Spiel hieß. Ich habe da schon Bock drauf. So, wir müssen auch nicht zum Plündererlager. Ich glaube, da waren wir auch schon. Weiter rechts Tagebuch. Was war das? Ach, Stirbroboter hat man noch gar nicht fertig. Verlassene Spacers Choice Siedlung. Weiß ich gar nicht, ob wir da waren, aber da ist irgendeine Mission. Gut, dann machen wir weiter Stirbroboter. Wobei ich ganz ehrlich mal langsam hier aus der Gegend raus will. Aber egal, jetzt kämpfen wir erstmal gegen Roboter. Gegen Terminator. Apropos Terminator, wenn ihr den geguckt habt, den neuen, schreibt es mir mal in die Kommentare, wie er war. Ich weiß gar nicht, ob er noch im Kino läuft. Aber wenn er gut war und ich genug Kommentare kriege, dass er wirklich gut ist, dann gehe ich da nochmal rein. Vielleicht wird der sechste ja mal wieder ein guter. Vulkangipfel entdeckt. Achso, hier muss ich gar nicht hin. Scheiße, 100 neben. Ah. Hm, ich glaube, da gehen wir nicht rein. Der hat sich hier einfach mal gekillt bei dem Ausblick hier. Okay. Ah, eigentlich würde ich gerne mal da reinspringen, aber irgendwie bin ich zu feige. Parvati, willst du da mal reinspringen und mir sagen, ob es da heiß ist? Boah, nee, habe ich hier echt eine unsichtbare Wand oder rutsche ich hier? Scheiße. Ich rutsche hier weg. Aber in die Richtung geht. Okay. Parvati, mach mal Platz. Parvati, danke. Ich will jetzt hier keinen Umweg machen. Ah, hier können wir lang. Aber... Da kam ein bisschen spät. Ey, wenn ich ein Open-World-Spiel machen will, dann lass mich doch hier mal vorbei, Mensch. Ich komme jetzt auch nicht mehr zurück.
Also ganz Open World ist das nicht. Hallo. Oh Gott sei Dank. Ich glaube, es ist von den Entwicklern nicht gewollt, dass ich hier lang springe. Na, habe ich mich jetzt ganz... Aha. Fuck you. Also so... Sliden an den Mauern wie bei Conan geht hier nicht. Was ist das denn? Lecker. Und schön, dass ich direkt hier spawne. Dann... Yippie-yay, Schweinebacke! Okay, da sind wir tot. Lecker. Das sieht auch nicht so aus, als ob wir da irgendwie einen Felsvorsprung haben. Naja, gut. Haben wir das auch getestet. Dann versuchen wir... Gehen wir einfach mal sicherheitshalber ein bisschen außen rum. Ah, ich weiß, warum wir hier hin mussten. Aber wir können ja schleichen. Okay, komm, komm. Müssen wir nicht immer ballern? Kein Bock gegen diese Viecher. Die fressen viel Munition. Aber hier ist eine Leiche, aber die ist leer. Gut zu wissen, dass die auch mal schlafen. Hätte man sich eigentlich denken können, aber... Könnte man vielleicht ein bisschen der Kämpfe minimieren. Obwohl die Kämpfe mir auch Spaß machen, aber... Die sind da. Ja, wir werden da auch drin stöbern. Kann ich da durchschießen? Nein. Ach, wäre das so schön gewesen. Also ein bisschen mehr Freiheit wäre cool gewesen. Ha? Oh. Nenn das, du Blechbüchse. Scheiße, nachladen. Oh. Nahkampf. Parvati, wo bist du denn? Parvati? Die ist K.O. Alter, du Drecksroboter. Nimm das! Immer noch. Warum ist denn die... Da war doch was drin, als er gefallen ist. Oh, nicht, dass sich auflöst. Oder hatte ich hier zwei getötet? Das ist da ein... Ah, hier ist der Aschehaufen. Und Parvati lebt wieder. Ah, super. Ich hab dich lieb, Parvati. Roboter kann man gut immer auseinandernehmen. Das auch hin. Explosivfässer, sag ich mal. Oder Kisten. Ja, kann man auch immer gebrauchen. Und hier will ich alles mal absuchen, weil... Ihr habt ja gesehen, hier und da gibt es immer noch mal... Wissenschaftler, die einfach mal rumliegen und sich ausruhen. Oder Kisten... Wurfball, Karte, Glenn Lettery, keine Ahnung. Nehmen wir alles mit. Können wir verhökern. Bin auch tot. Möterfleisch, Möterköter.
Also Kisten und so gibt's hier überall. Plasmaschneider, naja, brauche ich nicht. Guck mal hier drauf, dass wir nicht so klettern können, das stört mich so ein bisschen. Oh, ein Händler. Verkaufsautomat, da gucken wir uns da gleich mal die Sachen an. So, wer hätte es gedacht? 133 Schaden und... Oh. Ist dasselbe. 63 verbrennen, bloß... Repariert. Was haben wir hier? Plasma-Gewehr. Schockkanone. Die bleibt hier. Die taktische Schrotflinte mit schönen Schaden haben wir auch noch. Brauchen wir eine Pistole? Vor allem nimmt es dieselbe Munition? Ich glaube nicht, oder? Ne, das nimmt die da. Da haben wir von... Schwere und die, das ist die leichte. Okay. Weil eine Waffe mit Scope und eine mit viel Bum-Bum hätten wir gerne immer dabei. Haben wir gar nicht so viel zu verkaufen. Ne? Wie sieht es mit Rüstungen aus? Ja, eigentlich... Verkaufen wir mal. Wie sieht es überhaupt mit Gewicht aus? Ne, kaufen, verkaufen will ich. Weil die Waffe will ich auch nicht verkaufen. Ah, hier den Anzug. Den hauen wir mal weg. Kann ich was kaufen? Wie viel Geld haben wir denn überhaupt? 4000. Ach komm. Wir finden noch ein bisschen Sachen. Ah, hier waren wir auch. Okay. Gut, gut. Dann gehen wir hier mal rein. Ich muss noch nebenbei einen Kaffee trinken. Oh, kommst du von der Arbeit nach Hause? Dann ist die Butze kalt. Verdammtes. Scheiß Wetter. Echte Munition. Noch ein Verkaufsautomat? The control room should be off to the right. Jo. Komm ich da durch? Perfekt. Oh, da ist jemand kopflos. Terminal. Zugriffsdatei. 1. Eine Anlage von Spacer Choice musste deine Ausgabe von Handbuch zum Weltraummaschinenbaum ausleihen. Radio durchgebrannt. Ich brauchte eine kleine Auffrischung. Hab es dir in die Werkstatt gebracht. Das heißt, wir müssen zur Werkstatt. Notiz 2. Totales Chaos. Robotereinheiten außer Kontrolle. Schüsse. Höre Schreie. Verflucht. Klang wie ein Bein. Klang wie ein Bein. Mache früher Feierabend. Hä? Bitte strahlen. Was? Bitte Strafzahlung direkt vom Lohn abziehen. Danke, stolzes Mitglied von der Spacer Choice Familie. Weil er früher Feierabend macht, muss er Strafe zahlen. Nice. Lass das kein BWLer lesen. Führen das uns ein. Gott sei Dank haben wir es gut. Ich musste extra jetzt noch Überstunden abbummeln. Jetzt hätte ich eigentlich keinen frei. Der Weg schickt uns nach unten. Irgendwo hören wir was? Ja. Kaboom! Aber ich glaube, es ist eher gegen Menschen besser, ja. Damn it. Also schnell schießt tut er nicht, aber macht Schaden. Nur das ist wichtig. Oh, wir kommen da hoch.
Ja, ich weiß, wir haben Punkte zu verteilen, aber ich habe gerade keine Lust zu. Noch ist. Ich will ja alles töten. Ein Kühlschrank. Oder auch nicht. Die Tür ist verschlossen. Da fehlen mir einfach diese blauen Teile, fehlen mir immer. Das ist ätzend. Aber vielleicht gibt es ja irgendwas anderes. So. Bürotür aufschließen. Zack. Zurück zum Stammverzeichnis. Nachrichten. Erste von Spencer Choice. Guten Tag. Hiermit informieren wir dich informell über unsere Missfallen deines Führungsstils des Emerald Vale Geothermie-Kraftwerks aufgrund des Überschreitens des Mitarbeiterbudgets im letzten Quartal. Quartalsbericht. Wählen Sie umgehend 5 Untergebene zur sofortigen Entlassung. Kontaktiere außerdem unser Büro, um schnellstmöglich deine offizielle Abmahnung zu dem, was? Terminieren. Solltest du uns nicht kontaktieren, führt dies zu einer offiziellen Abmahnung. Ist das ein Scheißverein? Die Spencer Choice Family möchte dich eindringlich darauf hinweisen, dass die Arbeit für Spacers Choice kein Recht, sondern ein Privileg ist. Emerald Vale Geothermie Kraftwerk. Von Jay Barden an die hochverehrten Mitglieder des Emerald Vale Komitees für Entwicklung und Kontrolle. Ich hoffe, ihr alle seid weiterhin reich und gesund. Euer letzter Brief hat mich veranlasst, nicht weniger als 5 Untergebene, die mir keinen plausiblen Grund zur weiteren Anstellung nennen konnten, zu identifizieren und umgehend zu entlassen. Ich möchte das Kontrollkomitee daran erinnern, dass das Emerald Vale Geothermie-Kraftwerk weiterhin darauf bedacht ist, die gesamte Region mit günstigem und kosteneffizienten Strom zu versorgen, während der Rest von Emerald Vale sein Produktions- und Leistungssoll verfehlt hat, in Klammern, da insbesondere unsere Agrar- und Fischfang- bzw. Konservenressorts nicht ansatzweise profitabel aufgestellt sind. Mit freundlichen Grüßen. Juno Baden, Managerin. Oh, ist eine Frau. So, von Spencer Choice an die Dame. Abmahnung vonnöten. Betreff. Guten Tag. Wir haben die Behauptungen, dass die Region Emerald Vale nicht profitabel wirtschaftet, eingehend untersucht. Unsere Ergebnisse decken sich. Agrar- und Fischfang bzw. Konservenressorts fallen stetig, während das Emerald Vale Geothermie-Kraftwerk einigermaßen profitabel ist. Unsere Mitarbeiter suchen derzeit nach Wegen, weitere Kostensparmaßnahmen umzusetzen, um die Vorgänge des Geothermie-Kraftwerks zu streamline und effizienter zu gestalten. Bitte bereite dich darauf vor, dass das Spacer Choice Komitee für die Entwicklung und Kontrolle des Emerald Vale Geothermie-Kraftwerk einen erhöhten Versicherungsschutz aussetzen wird. Das Komitee möchte dich darauf hinweisen, dass ein solcher Versicherungsschutz ein Standardprozedere darstellt. Versuchen Sie nicht, diese Entscheidung zu deuten, zu interpretieren oder anderweitig in Frage zu stellen. Wir haben als besondere Aufmerksamkeit ein Team aus Maschinenbauspezialisten in das Emerald Vale Geothermie-Kraftwerk entsandt. Dieses spezielle Team wurde angewiesen, die Robotereinheiten des Kraftwerks aufzustocken und abzugraden. Vollkommen kostenfrei. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Ja. Setzen wir unser Aluhut auf und dann wissen wir, es war das Komitee selber, das die Roboter quasi dazu gebracht hat, die Leute hier alle zu töten. Jetzt würde mich mal interessieren, was mit der Chefin passierte. Ob die quasi, das gewusst hat oder ob die hier irgendwo. Ach, jetzt kommen wir in den Raum rein. Hier waren wir doch, oder? Ja.
Läuft. Waren wir hier drin? Ah ja, hier waren wir auf jeden Fall drin. Dann können wir nochmal oben lang gehen. Da war auch noch eine Tür. Okay, da ist nichts Tolles drin. Nice. Waffenteile, Spieluhr. Die Spieluhr kann man gut verkaufen, wahrscheinlich. Juwelenbesetzter Ring. Dass die Sachen zum Verticken sind. Hinterm Klo ist nichts. Ich habe den Ausschnitt selber nochmal gesehen. Das ist echt peinlich, wie ich mich da angestellt habe. Dass ich diese Scheiße hinter dem scheiß Klo nicht gesehen habe. Ah, sowas ärgert mich manchmal. Munition. Da waren wir drin. Okay, oben waren wir auch. Ich gehe nochmal rechts lang, bevor wir runtergehen. Kampfdrohne hat sich auch gar nicht aufgelöst. Oder liegt hier Asche im Müll, ne? Okay. Okay, ich glaube, hier müssen wir die Entscheidung treffen, kann das sein? Oh, hier hat jemand Nasenbluten gehabt. Ganz viel Nasenbluten. Kann vorkommen. So. Kraftwerkstatus. Hauptkontrollterminal, Kraftwerkstatus, dieser Zugangsbericht wird präsentiert von Spencer Joyce. Emerald Vale Geothermie-Kraftwerk arbeitet mit 22% Effizienz. Strom wird derzeit geliefert an Edgewater Saltuna Konservenfabrik. Botaniklabor. Warnung. Strukturelle Schäden festgestellt. Bitte benachrichtige unbedingt deinen Vorgesetzten. Okay. Ich gehe erstmal der Mission vernichte die Roboter nach und vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, dass wir vielleicht beide mit Strom versorgen können. Das wäre natürlich ideal. Glaube ich zwar nicht dran, aber dafür mal hoffen. Arbeitskleidung. Yeah, Arbeitskleidung. Finde ich toll. Super. Oh, hab's erwischt. Toll. Oh. Magnetdietrich. Sieht aus wie eine Spule. Ist aber Magnetdietrich. Zahnpasta oder was? Munition kann man immer gebrauchen. Oh, Magnetdietrich. Tür aufschließen. Okay, müssen wir einen Code eingeben. Zurück zum Verzeichnis. Persönliche Daten. Störproboter auf... okay, lesen wir das auch nochmal. Es ist aber ein bisschen Text hier. Ach, hilft ja nicht. Vielleicht finden wir ja im Text ja den Code. Und dann eine Information. Persönliche Protokolle. S. Tanaka, Sicherheitschef. Chester Higgins, schon wieder. Dieser Dickkopf. Hab ihn dabei erwischt, wie er an einer Robotereinheit rumgefuscht hat. Also musste ich ihn wegen Beschädigung von Konzerneigentum melden. Nur falls ich diese Notizen hier ein paar Tage später erneut lese, soll daran erinnert werden, dass ich ihn bereits verwarnt hatte. Er hatte schon immer ein wenig krumme Gedanken. Er hat sich mit einem der Logikmodule beschäftigt. Aber es konfisziert. Ich belasse es bis auf Weiteres auf unter Verschluss. Auch wieder vom Sicherheitschef. Fühle mich unwohl in meiner Haut. Der Konzern tauscht nach und nach alle Wachen mit Robotereinheiten aus.
Wenn das so weitergeht, habe ich bald keine Leute mehr, denen ich als Chef der Werkssicherheit dienen kann. Nur eine kleine Armee von Robotereinheiten, die herumschwirren und ihre Waffen gezückt halten. Der Konzern meint, sie wären sicher, sind programmiert, uns Menschen wie die ihren zu behandeln. Wie die ihren zu behandeln, ist ja nett. Im Gegensatz zu uns Menschen werden die Robotereinheiten auch nie müde. Ich weiß nicht so recht. Ich fühle mich unwohl in meiner Haut, aber der Konzern hat sicher sich bisher noch nie geirrt. Daher wird das schon passen. Sicher. Und Tanaka, Sicherheitschef, nächster Fall. Ernstfall ist eingetreten. Robotereinheiten sind durchgedreht. Hab mich hier eingeschlossen. Sammle gerade meinen Mut. Werde versuchen, zum Kontrollraum zu sprinten. Kann da von da vielleicht alles lahmlegen. Werde diesen Eintrag nach meiner Rückkehr löschen. Tja, das hat er, wie erwartet, nicht geschafft. Automatisierte Nachricht 6. Geothermiekraftwerk, Sicherheitsstation. Grüße, Sicherheitschef S. Tanaka. Diese automatische Nachricht wurde durch Spacer Choice Arbeitersicherheits-Notfallprotokolle eingeleitet. Abgeriegelter Modus wurde initialisiert. Dies ist keine Übung. Dein Handeln während der Abriegelung wird deinen Quartalsbericht untersucht. Unbehagen ist ein typischer Nebeneffekt lebensbedrohlicher Situation, der durch eine solche Abriegelung hervorgerufen wird. Bekämpfe dein Unbehagen mit einer eiskalten Flasche Zero G Bui, damit dein Leben nicht immer nur bierernst sein muss. Okay. Erinnert mich wieder an ein Buch von Marc-Uwe Kling. Ups, falscher Tab. So. Ah, da liegt noch Munition. Ja, wir haben den Code jetzt nicht gefunden. Mathilde, wie hieß das Buch nochmal von Marc-Uwe Kling? Nicht Känguru-Geschichten, sondern das andere. Mit der Zukunftsversion. Wo die Drohnen dir was... Quality Land, genau. Da gab es auch mal nette Drohnen, die haben dir was von Amazon oder so geschickt. Und dann musstest du die Drohnen bewerten. Sind sie zufrieden mit unserem Service? Wenn ja, bewerten sie mich. Geben sie mir 5 Sterne. Und die Drohne freut sich. Ah, hätte ich nicht machen sollen. Schade. Verriegelt. Fuck. Ich will da jetzt rein. Hier irgendwas. Er wird doch irgendwo verfickt nochmal, Entschuldigung, den Code aufgeschrieben haben. Das war nicht das Büro des Sicherheitschefs, ne? Ah, nein, ich wollte nicht rausgehen. Oh, Mann. Er hat noch eigentlich auch alle Leichen, wenn wir schon mal draußen sind. Okay. Ich wollte nur mal kurz gucken, ob hier noch irgendwo Leichen liegen. Vielleicht ist der Sicherheitschef auch draußen, obwohl er ja nicht rausrennen wollte. Oder wir haben ihn innen drin übersehen. Das kann auch sein. Dass er da irgendwo liegt und eigentlich hin ist. Habe ich nicht gelootet? Schande. Leichte Pistole. Was haben wir denn hier?
Elite-Soldaten, Körperpanzerung, also Soldaten, Soldatenkörperpanzerung, ja, Elite. Das ist, glaube ich, dasselbe Bild wie drüben. Dann hacken wir mal. Aktuelle Protokolle anzeigen. Eine Anlage von Spencer Joyce. Abruf läuft. Fehler. Zugriff auf Sicherheitsprotokolle nicht möglich. Gemäß der Konzernvorschrift von Spencer Joyce werden alle Sicherheitsprotokolle im Falle eines schweren Notfalls, eines katastrophalen Ergebnisses oder einer Sicherheitsvorfalls gelöscht. Achtung! Vorgesehene Sicherheitsupdates in der Spencer Joyce Anlage sind kritischen Ausmaß überfällig. Das letzte vorgesehene Sicherheitsupdate wurde durchgeführt, am Fehlerdatum nicht gefunden. Wenn du ein Mitglied der Spencer Joyce Sicherheitsabteilung bist, das diesem Standort zugewiesen wurde, reiche bitte sofort deine Identifikation zur Abmahnung ein. Eine Unterlassung führt gegebenenfalls zu einer sofortigen Abmahnung. Alter, die Scheiße, ey. Die Konzernwelt ist doch nur echt scheiße. So. Gut, wir haben wirklich hier außen was übersehen, aber nicht das, was ich. Verdammt, ich will das jetzt gelöst haben, Mensch. Leiche des Sicherheitschefs. Mann, bin ich blöd. Ah, da ist er doch. Verriegelt. Verdammt! Warte mal. Verdammt! Das muss doch irgendwie möglich sein. Was fehlt mir denn da? Irgendwelche Module? Irgendwas? Was fehlt mir denn da? Was fehlt mir denn da? Junior, ja, das haben wir ja bekommen. Keine Ahnung, was ich mit dem Scheiß machen soll hier. Taschenuhr. Schrott. Ah, es ist alles Schrott. Dann verkaufen wir den nochmal, den tollen Schrott. Ich weiß nicht gerade, was das für Teile sind. Gucken wir nochmal. Wir haben noch hier irgendwo. Da ging's raus. Hier. Verkaufen. Ich habe Schrott. Kann ich alles, Schrott verkaufen? Ups. Jetzt habe ich irgendwie alles verkauft. War eigentlich nicht so das, was ich wollte, aber okay. So, mein Freund. Jetzt hast du doch bestimmt irgendwas, womit ich da diese tolle Tür öffnen kann. Hast du nicht? Ah doch, hier sind sie. Zugangsbeschränkte Waren. Die hat noch einen zweiten Automaten irgendwo, ne? Ich möchte jetzt eigentlich nicht nochmal irgendwo anders hinlaufen, nur weil ich da nicht weiterkomme. Da ging's raus. Wir hatten doch noch hier irgendwo einen Automaten. Ne, das war das Klo.
Tja, wie machen wir weiter? Habe ich was überlesen, übersehen? Code eingeben. Achso, ich hatte den Code. Oh, Mama Mia. Entschuldigung. Einfach mal testen, ey. Cool, ich kann den Schuss aufladen. Wollte ich ja sagen, weil es so fast Einzelschuss ist, was ich hier habe. Ah, jetzt ist noch jemand versteckt. Immer in Ruhe umgucken. Processing. Na, reicht einer? Nice. Ist aber, glaube ich, nicht der letzte gewesen. Kann man nicht mal sich in Ruhe hier umgucken? Ja. Was ist das denn hier? Okay. Einfach mal anmachen. Wird schon richtig sein. Der ist oben irgendwo, okay. Ah. Auf dem Klo sterben will auch keiner. Da haben wir noch was. Na, den hatten wir ja. Not real. You're not real. Higgins? Hallo? Go away, Phantom. Unten irgendwo. Ey, kannst du echt, musst immer Augen aufhalten. Hier liegt überall was rum. Hallo? No, 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 just leave me alone. Bleib doch stehen, Junge. Ich tu dir nix. Ah! Da hinten ist noch was. Vielleicht können wir doch hier die Anlage irgendwie ummodifizieren. Vielleicht hat er Ahnung. Komm gleich wieder. Da kommen wir wahrscheinlich nicht lang. Sieht nicht gut aus.
Er hat mich gut erwischt. Ey, da lebt er noch! Alter! Okay, jetzt will ich mal was essen. Warte mal. Wir essen, was haben wir hier so Tolles? Pep-Pilz. Die Wachmacherpille. Anführer, Begleiter, bla bla bla. 15 Sekunden. Ach, brauchen wir nicht. Irgendwas zu essen? Spencer Choi. So, das essen wir mal. Lecker, lecker, lecker. Haben wir das gegessen? Das scheint hier doch größer zu sein, als ich dachte. Schalten wir ein paar Mal aus. Technik angewandt. Oh, 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 oh. Was ist das? Werkbank benutzen. Um Modifikation zu installieren, wähle erst den passenden Gegenstand. Ah, kriegen wir schon hin. So. Mit der Waffe bin ich nicht so ganz. Achso, die eine besondere Waffe kann ich nicht modifizieren. Dann modifizieren wir die mal. Tüfteln. Was kann ich da machen? Tüfteln. Reparieren. Tüfteln. Plasmagewehr. Möchtest du das Plasmagewehr tüfteln? Blitz kriegst du, kannst du haben und mach ein bisschen mehr Schaden. Machen wir. Kann ich dann das auch reparieren? Kann ich alle ausgerüstete Gegenstände reparieren? Machen wir doch mal. So, komm. Dann modifizieren. Diese Pistole, die kann man doch auf jeden Fall zerlegen. Brauchen wir ja nicht. Ein Hackeball brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Ah, ich glaube, Sicherheitsklinge. Muss ich mal gucken, was Parvati hat. Okay. Dann geht's hier mal hoch. Und auch E2. Energie. Vielleicht kriegen wir es alles effizienter hin. Das wäre ja echt toll. Scheiße, hier war ich nicht. Wow, Drohne. Drohne 2. Parvati, bleib am Leben. Okay. Alles gut, Kleiner. Ich komme gleich zu dir. Parvati. Hier gibt es bestimmt noch irgendwas Tolles, was man anschalten kann, ne? Hier ist ein Ofen oder so. Ja. E3. Ich mach's einfach an, das wird einen Sinn haben, du. Das wird einen Sinn haben. Einfach alles anmachen. Wir haben davon keine Ahnung. Einfach anmachen. Kann nur richtig sein. Ah, da habe ich noch was liegen lassen. In der Ecke was. Der ist kopflos, hat nichts. Und hier waren wir auch schon. Okay. Nicht mehr ganz dicht, aber... Boah, scheint wohl alles IO zu sein. Kriegen wir das auf? Jetzt verliere ich langsam die Orientierung, aber... Ah, hier waren wir. Okay. Hier rechts.
scheint, dass wir hier nicht waren. Ich mag die Viecher nicht. Das ist einfach so. Ah, da habe ich auch was übersehen. Und da habe ich was übersehen. Ah, ärgerlich. Ich habe immer nach links geguckt. Ich könnte jetzt von hier oben drauf springen, aber... Scheiße, war ich da drin? Boah, ich habe die Hälfte wieder übersehen. Heinrich, Mensch. Hier nochmal gucken. Hier leuchtet alles. Alles gut. Hier waren wir. Und da ist der Sicherheitschef mit einer dicken Flinte. Ach, das gefällt mir. Sicherheitsschloss. Jetzt kommen wir unten auch weiter. Perfekt. Oh, kann ich nicht öffnen. Eckenfähigkeit zu niedrig. Chester's Code optional. Oh. Ich habe doch Chester's Code, habe ich nicht? Scheiße. Chester. Wuhu. Ah, wir konnten noch weiter unten runtergehen. Hallo? Heinrich ist hier. Chester. Mutter Higgins. Hier kannst du mir weiterhelfen. Habe eine Ausgabe von Handbuch. Ach, das habe ich auch gefunden. Juhu! Ich glaube, es ist Band 3. Ach, das muss der eine Typ kriegen. Das war's. So. Terminal. Reparaturbericht 12. Das ist aber vom Higgins. Oh, hier ist aber keine Lust drauf. So viel Text. So, der ist eh irre. Hier oben, was haben wir hier? Ach, hier oben waren wir. Dann gehen wir nochmal runter. Vielleicht kann uns der Higgins irgendwas noch Tolles erzählen. Ach, scheiße. Auch langsam das Gefühl von überladen, aber es hat auch geklappt. So. Keine Angst, ich tue dir nichts. Alles wird gut, Higgins. Alles wird gut. Nein. Ich komme zu dir. Higgins, wo bist du? Get away! Wo bist du denn? Hallo, mein Freund. You're not real. You're not real. Get away from me, Phantom. Shoot, scram. Warum nennst du mich Phantom? Schleichen. Ich wollte dich nicht erschrecken. Die meisten Leute sehen mich hier nicht kommen. Schade. Spitze, noch ein Verrückter. Don't you talk down to me, Phantom. At least I know I'm real. See? See, Higgins? This is why you must always boil your sprats before ingesting. Was will er mit essen? Deshalb sollte man Sprats vom Essen durchkommen, okay. Nur mal halblang. Sag mir lieber, was hier los ist. Clearly, I mistook you for one of the phantoms of my imagination, which terrorized me on occasion. Chester D. Higgins. Ah. The D stands for definitely not insane. I use it as a reminder. Warum langsam zurück, weil ich mir doch meinen Text lesen soll. Nein! Oh, Higgins has been many things over the years. Sprat Wrangler, Saltuna Critic, Aetherwave Personality, Chairman of the Board, Galactic Defender, Sisty Pig Tycoon. I've come a long way for someone who started off as a simple engineer right here in this plant. Ja, du warst Ingenieur? Wie konntest du hier überleben? Was ist passiert? Ja, was ist passiert? Ich tu mir so, als würde ich nichts wissen. Mechanicals lost their bolts. Opened fire on anything that moved. It was pandemonium. Das ist ja schrecklich. Wie konnte das nur passieren? You mean why did the mechanicals go on a murderous rampage? Same reason any of us do, I suppose. The voices told them to do it. I was on cleaning duty at the time. My old boss had me scrubbing pipes when the killing started. So, as usual, I missed out. Du erwähnst, dass du Ingenieur seist, ja.
Ja. Das ist auch eine gute Frage. Wieso ist er nicht verhungert? Aber ist egal. I specialized in automechanicals, drones, sentries. Repaired them, maintained, upgraded. Did it all from my old workroom, just over in the next section. Ich will, dass er mir seinen Code gibt, sonst muss ich ihn erschießen. Ja, es ist komm, wenn du die, mit diesen Robotereinheiten gearbeitet hast, weißt du sicher, wie man sie aufhalten Look, kann? I don't want to fall into any trouble with the mechanicals. If they wise up to our plans, they will come for us with prodding irons. Überzeugen wir ihn. Ja, überzeugen. Mit den Robotereinheiten kann ich schon umgehen. Schließlich bin ich hierher gekommen, oder? You know, you remind me of myself back when I was an intergalactic adventurer. I discovered a flaw. Their hostility levels were hardwired to maximum. There's no changing that, but you could rewrite their targeting protocol so they attack each other instead. Technik 10. Oh, machen wir das auch noch hier. Die Robotereinheiten folgen dem Befehl ihres Logikmoduls. Jemand kann sich daran vergreifen. Yes, that's exactly it. I see you're also versed in the noble art of mechanical engineering. There's a behavior control terminal in the other room. It should have options to change how the mechanicals act, including whom they shoot at. Oh, that reminds me. You'll need my passcode to access the behavior control terminal. Here, let me just write it down for you. Weißt du, wo ein Logikmodul herbekomme? Funny thing. I was working on a logic module just before the mayhem started. Security chief found me and confiscated the logic module. Warte, 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 ist ja witzig. Ich habe gerade von diesem ganzen Chaos hier eine... Scheiße. The tail. Definitely start with the tail. If you're feeling adventurous, the ears are a particular delicacy. Aha. Gut. Forgot what you were gonna say? Me too. So, haben wir das Logikmodul eigentlich schon? Ich wüsste nicht, wo das ist. Ah, hier wird es wahrscheinlich nicht sein, ne? Maschinenhandbuch 3 aufheben. Ich glaube mir das einfach mal. Auch alles nicht. Also wir kommen jetzt auf jeden Fall in den Raum rein, aber ohne Logikmodul können wir die Roboter nicht ausschalten. Wo ist dieses Logikmodul? Und wo war der Raum, wo man nicht weiterkam? War der hier? Muss ich gerade selbst mal gucken und überlegen. Wir sind ja schon einmal rumgelaufen. Logikmodul. Ah, zeigt er ja sogar an. Ah. Nice. So, kehre zu Ludwig zurück. Ach nee. Ich wollte hier die Roboter deaktivieren. Ins Grab. Oh, der nervt mich mit seinen Geldeintreiberei. Finde die drei Bände. Liefer Arzneimittel ab. Ich habe Arzneimittel, wusste ich gar nicht. Müssen wir echt zurück zum Ludwig?
Ich habe auch keinen Bock, hier nochmal herzukommen. Ist auch ein Ausgang. Ach, Mann. Once we do this, there's no going back. Hey, Mister? Ja? Look, I know you want your power regulator and all, but I just gotta ask you. Do you understand what you're about to do? Mädel, jetzt kommst du, jetzt wo ich eigentlich den Schalter umlegen will, jetzt kommst du mir mit, weißt du, welche Konsequenzen das haben wird? Nee, weiß ich nicht. Ich würde gerne deine Meinung hören, Parvati. I don't think you should cut off Edgewater's power. I think it would be cruel. I'm sorry. That just sort of came out all at once. Edgewater's hurting. We've been losing workers year after year, and corporate hardly ever sends replacements. There's barely enough Saltuna to fill our bellies anymore. But the town's got some good people in it. Decent, hard-working folk just living their lives the only way they know how. They don't deserve to be punished. Ah, scheiße. Jetzt macht's Parvati mir schwer. Ich möchte, dass die bei mir bleibt. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich glaube, ich bin bereit, meine Entscheidung zu treffen. Reed meinte, dass Edgewater ohne Arbeiter und ohne Strom zugrunde gehen würde. Die Deserteure sind eine Gemeinschaft. Ich kann nicht einfach zerstören, was sie aufgebaut haben. Mal gucken, was die dazu sagt. Vielleicht kann sie mich überzeugen. Miss McDevitt's built something beautiful. Somehow she's talked the ground into giving life again. It's plain to see she's made the Vale a better place. Fed the hungry, tended the sick. Gave a home to those that had none. But Miss McDevitt delights in Edgewater's suffering. She wants to hurt the town. Do you really want to be party to that kind of hatred? Yeah, so my text mine. Well, that sure sounds like Mr. Thompson. If he was standing here, I imagine he'd remind us of how we're all one big, happy Spacer's Choice family. In Mr. Thompson's eyes, those deserters are still part of the Spacer's Choice family. The family must work together in order to survive. I hate to say it, but I think Mr. Thompson's got a point. Unless those deserters come back, Edgewater's as good as dead. Cutting off their power might be the only way. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich bin bereit, eine Entscheidung zu treffen. Jetzt bin ich überhaupt nicht mehr bereit. Sorry, I didn't mean to babble on like that. I just... I felt like I had to say something. Ich bin froh, dass du etwas gesagt hast. Ich höre gern, was du zu sagen hast. Das tue ich wirklich. Mach dir darüber keine Gedanken. Ich habe sowieso kaum zugehört. Nein, zu Parvati sind wir nett. Really? I mean, wow. Thanks. No one's ever told me those words in that order. Na gut, ich würde Folgendes vorschlagen. Ich, oder wir machen das erstmal folgendermaßen. Wir werden die ganzen Nebenquests erstmal abschließen. Ich muss gerade an Fallout denken. Fallout 3 war das, glaube ich, mit der Atombombe in diesem Dorf. Nachdem wir natürlich uns entschieden haben, ist natürlich das Dorf hochgeflogen. Kann natürlich sein, dass wir, wenn wir die Entscheidung treffen, eine der Nebenquests nicht beenden können. Und das würde ich doch gerne tun. Aber das ist noch ein bisschen weit weg und ich sehe scheiße, die Folge geht schon eine Stunde. Ja, ich laufe dann da hin quasi und wenn ich dann zum Quatschen da bin, können wir ja quasi die Folge, das machen wir bei der nächsten Folge. Ich glaube, bei der nächsten Folge können wir auch dann die Bücher mal zurückbringen. Dann haben wir quasi Stirb Roboter und der ängstliche Ingenieur gemacht. Und dann machen wir das ja auch nochmal, die Arzneimittel abliefern. Und dann gehen wir nochmal hier da zu diesem Ort und ja, werden mal den Schalter umlegen. Gut, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ja, wenn ja, gebt mir ein Like, einen Kommentar.
Würde mich freuen. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.